die Herausforderung ist ja heute nicht mehr ein Elektroauto zu entwickeln, sondern ein bezahlbares Elektroauto zu entwickeln. Das ist eben die große Herausforderung, der wir uns hier angenommen haben. Und da muss man eben zwei, drei Aspekte berücksichtigen. Das heißt, die Besonderheit hier ist, das Fahrzeug besteht aus einer kompletten Kunststoff-Exterieur-Außenhaut. Und auch das ganze Thema Entwicklungsaufwände minimieren. Das heißt, alle Komponenten, die heute schon entwickelt worden sind und bei Zulieferern frei verfügbar sind, wurden eben in dem Fahrzeug so berücksichtigt, dass wir da eben die Aufwände gering gehalten haben. In Anführungszeichen als neuer Automobilhersteller hier, sag ich mal, den Markt ein Stück weit aufzurollen oder einen Punkt zu setzen, was das Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen, ist eigentlich eine fantastische Möglichkeit. Ich denke, dass die Idee dieses kreuzungsfreien Radweges durch die Stadt, ja, ein Weg, an dem 100.000 Menschen rechts und links wohnen, dass die sehr schnell verfangen hat und dass die auch das Potenzial hatte zu begeistern. Denn wir haben von Anfang an festgestellt, dass egal zu welchen Aktionen wir aufgerufen haben, immer gleich Hunderte von Menschen kamen. Das Thema Klimaschutz war ein ganz zentraler Baustein in unserer Argumentation von Anfang an, weil wir gesagt haben, sie haben in Wuppertal dem Grunde nach wenige Möglichkeiten Rad zu fahren oder auch Inline zu skaten. Sie werden keinen schnelleren Weg durch die Stadt finden als mit dem Fahrrad über die Nordbahntrasse. Das ist klimaneutrale, moderne Mobilität. Wir haben uns vor gut anderthalb Jahren mal die Beschlüsse aus dem Paris-Abkommen angeguckt und haben uns überlegt, was bedeutet das, wenn wir 95 oder bis zu 95% CO2 reduzieren wollen. Und das war unser Treiber, einmal eine gesamte Wertschöpfungskette eines solchen Green Fuels zu zeigen, hier an einem Standort, nämlich in Essen, von der Produktion über mehrere Anwendungsfälle. Das Antriebskonzept an sich muss man so verstehen, ganz, ganz einfach erklärt. Wir haben eigentlich eine Ladesäule an Bord des Schiffes installiert und wir haben eine Ladesäule direkt im Auto. Der Klimaschutz war unser Antrieb. Es wird noch einige Zeit dauern, bis das alles wirtschaftlich ist, aber das sollte unsere Aufgabe sein, daran zu arbeiten, besser zu werden und günstiger zu werden, sodass diese Technologien dann die Gesellschaft zukünftig bereichern. Der Grundansatz, der in Olfen also sich durchzieht und gelten muss, ist also bedarfsorientiert zu fahren. Und wir glauben, das ist auch durchaus eine Antwort, wenn wir sehen, dass wir zukünftig auch hier weniger Menschen im ländlichen Raum werden. Das war eigentlich die Kernüberlegung hier bei diesem Konzept. Nachmittags werden die Kinder nach Hause gefahren und wir fahren nur dahin, wo tatsächlich die Kinder hin müssen, die Kinder, die im Bus sind. Ja, wie funktioniert das im Detail? Die Schüler haben also letztendlich nichts anderes als so eine ganz einfache Karte, so wie eine EC-Karte. Und bevor sie in den Bus einsteigen, merkt der Computer, wo der Bus also hinfahren muss und rechnet automatisch die kürzeste Strecke aus. Wir haben ja heute 65% und wollen jetzt mit dem Projekt, was wir jetzt machen, auf 70% Elektromobilität kommen. Und großes Problem ist eben die Infrastruktur, das Laden. Dieses Thema haben wir gelöst, dadurch, dass wir an der Oberleitung während der Fahrt auch wieder aufladen können mit hohen Übertragungsströmen, hohen Leistungen. Also für mich ist eine besondere Herausforderung, das macht mir natürlich auch ein Stück weit Freude, dass wir es schaffen, den Klimaschutz in Solingen ein ganzes Stück voranzubringen, indem wir tatsächlich etwas tun. Nicht nur darüber reden und Pläne schreiben, sondern wir nachweislich eben 334 Tonnen mit weiteren drei Fahrzeugen einfach einsparen können. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir was tun und nicht nur darüber reden.